Jetzt sind immer mal wieder vereinzelte erneute Infektionen bekannt geworden. Was bedeutet das für die Frage nach der Immunität, solche Reinfektionen? Genau, erstmal muss man, glaube ich, erklären, was ist eine Reinfektion? Also eine Reinfektion heißt, Sie hatten eine Infektion, sind dann ausgeheilt, es ist kein Virus mehr nachweisbar und dann bekommen Sie eine neue Infektion mit dem gleichen Virus, also mit diesem Coronavirus. Wie kann man das eigentlich nachweisen, dass das wirklich eine neue Infektion ist? Das kann man anhand von Sequenzdaten, also wenn man das Virus beim ersten und beim zweiten Mal sequenziert und dann die genetische Information vergleicht, dann kann man eindeutig sagen, das ist zwar auch ein Coronavirus, SARS-CoV-2, aber es ist nicht das gleiche Virus, es hat einen anderen Ursprung und deshalb ist das eine wirkliche Reinfektion, also eine neue Infektion mit dem gleichen Virus. Das kennen wir natürlich bei vielen Erkrankungen der oberen Atemwege, das kennt man bei Coronaviren, aber auch bei den Rhinoviren und bei Influenza. Und wie passiert das eigentlich? Also bei der Erstinfektion reagiert der Körper mit einer Immunantwort. Da hatte Herr Drosten, glaube ich, schon viel drüber erzählt. Da gibt es dann diese Gedächtnis-B-Zellen, die neutralisierende Antikörper produzieren und es gibt T-Zellen, die ebenfalls infizierte Zellen abtöten können. Und eine Reinfektion entsteht zum Beispiel, wenn diese Immunantwort, die bei der Erstinfektion erfolgt ist, nicht mehr ausreicht. Also die geht irgendwann wieder verloren und dann ist der Mensch wieder, ja, wie soll man sagen, permissiv oder kann er sich wieder infizieren. Dann ein anderer Grund, warum es zu Reinfektionen kommen kann, ist, dass man zwar noch die Immunantwort hat, aber das Virus sich verändert hat, also ein Immun-Escape. Das heißt, das Virus hat sich verändert an bestimmten Stellen und die Antikörper oder T-Zellen erkennen das nicht mehr. Und das ist auch möglich, dass das zu einer erneuten Infektion führt. Also wenn sich das Virus so stark verändert hat, gerade an der Oberfläche, dass das unser Körper nicht mehr erkennt als das alte Virus, was es schon kennt. Wenn Reinfektionen bei SARS-CoV-2 möglich sind, also in einer hohen Anzahl, dann ist es auch wahrscheinlich, dass das Virus endemisch wird. Das heißt, es kann immer wieder auftreten. Dass es bleibt. Genau, es wird nicht mehr verschwinden. Also wir müssen dann, sage ich mal, damit ganz viele Jahre leben. Das ist ja im Moment eine der großen Fragen. Verschwindet das wie SARS-CoV-1 oder bleibt das endemisch? Und dann gibt es ja verschiedene Coronaviren, die Erkältungsviren sind. Die sind alle endemisch. Die treten halt immer wieder auf. Und wenn man jetzt mal zum Beispiel die, sage ich mal, Erkältungs-Coronaviren anguckt, OC43, 229E, NL63 und HKU1, die haben alle so ganz tolle Namen, dann sieht man, dass man innerhalb eines Jahres Reinfektion häufig sieht. Also das ist gar nichts Unwahrscheinliches. Und ebenso ist das bei anderen Viren so. Also bei Influenza zum Beispiel kann man sich auch jedes Jahr infizieren. Im Gegensatz dazu sind aber Viren, die, sage ich mal, schwerere Erkrankungen auslösen als jetzt eine Erkältung, oft so, dass die eine längere Immunantwort hervorrufen können, also dass sie nicht so schnell verloren geht. Und wenn man mal sich SARS-CoV-1, also SARS aus 2002, 2003 anschaut, so hat man da bei Patienten noch 2 bis 5 Jahre später neutralisierende Antikörper gefunden, was erstmal, sage ich mal, positiv wäre, weil das bedeuten würde, dass die Immunität länger anhalten würde. Ist nur schwierig bei SARS zu beurteilen, weil wir ja alle wissen, dass diese Pandemie mit SARS-1 sich ja selbst limitiert hat und nach 1 bis 2 Jahren völlig verschwunden war und deshalb man wirklich nicht sagen kann, ob es eine Immunität in den Menschen gab, weil es einfach das Virus nicht mehr gab und deswegen ist das ja einfach, sage ich mal, nicht mit 100%iger Sicherheit zu sagen, ob sich jetzt SARS-CoV-2 eher so verhält wie die Coronaviren, die zu Erkältungskrankheiten führen oder wie SARS-CoV-1. Und was Sie ja schon sagten, so richtig viel wissen wir da einfach noch nicht. Da gibt es noch große Lücken. Was wir sehen ist, dass die meisten schon Antikörper, also spezifische Antikörper bilden. Einige aber auch nicht und es ist immer noch unklar, ob Antikörper nach einer Impfung ausreichen, um einen langfristig wirksamen Schutz zu bieten. Also das wissen wir ja einfach noch nicht. Die Studien dazu laufen ja noch. Was wir aber wissen ist, dass es Einzelfälle gibt, die gut dokumentiert sind, dass eine Reinfektion, also ausgeheilt und dann neue Infektion, wirklich möglich ist. Es sind in der Literatur genau 5 Fälle, die
dieses, sage ich mal, gut dokumentiert sind. Das heißt, dass das sequenziert wurde, das erste Virus, das zweite Virus. Und das sind, wie gesagt, 5 Fälle von über 40 Millionen Infektionen. Und das ist natürlich eine Zahl, die ganz, ganz gering ist. Und deshalb fehlen uns da einfach noch die Erfahrungen, wie häufig das wirklich ist. Es ist möglich, das sicherlich, aber welche Rolle es spielt, wissen wir noch nicht. Ich denke, was auch ganz entscheidend ist für die Dauer der Immunität, aber auch für den weiteren Verlauf, ist, wie verlaufen eigentlich diese Reinfektionen? Ne? Es gibt ja bei anderen Virusinfektionen, zum Beispiel bei Influenza, wissen wir, dass eine Reinfektion, also eine zweite Infektion, häufig wenig schwere Symptome hat. Mhm. Während man bei diesen endemischen Coronaviren hat man bisher keinen Zusammenhang feststellen können zwischen Reinfektion und der Schweregrad der Symptome. Das heißt, es gibt Leute, die haben bei der zweiten Infektion mildere Verläufe. Es gibt aber auch Leute, die haben schwerere Verläufe. Mhm.